Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4. Ich bin momentan in der Vault 81 unterwegs, wo scheinbar mit den Menschen Experimente gemacht wurden. Was sehr interessant ist, also scheinbar, ja, sagen wir es mal so, mit den Menschen, mit denen experimentiert wurden. Die leben alle noch, aber das geheime Labor, wo bemerkt dahinter, ja, hier sind scheinbar alle tot. Und riesige Maulwurstratten laufen hier herum. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was ist hier eigentlich passiert? Weil so wie das hier aussieht, da brennt irgendwas. Das war toll für dich. Du kannst an mir rumnageln und ich kann nicht weg. Oh, sehr schön, Holt. Das sagt der Richtige. Denkst du eigentlich immer nur an dich? Deine Tochter könnte wie Austin krank werden und du jammerst rum, dass du Zeit mit deiner Familie verbringen musst? Ich hab zu tun. Wir müssen uns hier nicht verstecken. Du bist so beschäftigt, Holt. Du hast so viel zu tun? Dann erklär Erin mal, warum deine Bedürfnisse wichtiger sind als ihre Sicherheit. Lass es einfach gut sein. Idiot. Die streiten sich scheinbar immer noch. Ja, dann wollen wir noch mal gucken, was dieser Beobachtungsterminal uns zu sagen hat. Lagerbeobachtung. So, die Vault-Bewohner haben diesen Raum unerwartet in eine Art Geschäft umgewandelt, wo sie ihr Hab und Gut verkaufen, aber auch reparieren können. Dadurch war es diesem Beobachtungspunkt möglich, Interaktionen zwischen vielen Vault-Bewohnern aufzuzeichnen. Dieses Geschäft wird zu einem wichtigen Übertragungsweg für die Verbreitung von Klasse B2-Viren über die Luft. Er wird zudem äußerst wertvoll sein, um herauszufinden, welche Auswirkungen Krankheiten auf soziale und ökonomische Verhältnisse haben. Dieser Raum wird zusammen mit dem Lebensmittelmarkt zu einem zweiten Behandlungsort. Der Hauptbefundungslaut bei der Klinik. Sofern, ja, sofern irgendwas. Da geht das scheinbar nicht weiter, ne? Alle schwer krank gebracht werden. Oh! Ich habe gerade Enter gedrückt und es ging weiter. Ich bin irritiert, weil laut stand überhaupt nichts von Enter. Interessant. Ja, ganz toll. So, die haben also hier Viren über die Luft übertragen. Aber hier ist... Aber das... Boah, irgendwas krabbelt hier neben mir. Ach ne, da unten ist es Strom. Alter, ich dachte, ich höre hier irgendwas laufen, ey. Ich höre nicht nur etwas laufen, ich sehe etwas. Das war Dogmeat. Oh, oh. Wow. Alle Bewohner unter genauester medizinischer Beobachtung bleiben. Verstanden. Kein Aber, das ist zum Beispiel Kabel. Oh, shit. Hoffen wir, dass dieser Außenseiter es schafft, ein Heilmittel zu finden. Ja, ich werde mir den Terminal gleich angucken. Okay, die sind scheinbar alle tot. Okay, gut, so. So, das ist scheinbar der Klinik-Terminal. Was haben... Ach nee, Aufseherbüro. Okay. Obwohl die Chefwissenschaftlerin gegen einen Beobachtungsposten im Büro des Aufsehers war, hat er sich als Glücksfall erwiesen. Wir sind in der Lage, die politischen Veränderungen seit dem Verschließen des Vaults zu beobachten. Wenn wir die Bewohner mit Viren konfrontieren, werden wir in der Lage sein, die Reaktion und Handlung der Führung festzuhalten. Ah, okay. Na gut. Bin ich ja mal gespannt, was jetzt hier noch kommt. Und das einfach mal alles mit. So, kann man das verkaufen? Sehr schön. Ah, das Leder nehme ich mit. Das kann sich jetzt wertvoll. Weg mit dir.
Hui. Oh, eine Splittermine. Und 10mm Patronen nehme ich mit. Ich nehme diese Patronen an. Ich weiß, ich müsste nicht ansagen, aber das... Warum sollte ich die ablehnen? Das wäre ja Blödsinn. Muss man noch hier? Geht's hier eigentlich hin? Schade. So. Watch step. Schade. Oh, das ist ja noch ein riesiger Vault hier hinten. Wow. Okay, dann kommt gleich noch einer hinterher. Oh, die sah echt sauer aus. Ihr Wurst. Da ist noch eine. Na. Ja, ich schieße immer 80% Chance. Ne? Was? Was? Halt doch mal! Doof zum Ziel, wenn ich. Oh, Doc, mir ist ein bisschen verseucht. Sieht nicht so gesund aus. Aber der hält das aus. Gehe ich jetzt mal davon aus. Tja, hier waren schon mal die Ratten eingesperrt. Waren wohl bemerkt, ne? So wird es. Na, lass mich raten. Da kommt jetzt einer rausgehüpft. Doch nicht. Alter. Was röchelt denn hier so? Das hört sich ja an. Ja, sehr schön. Ja. Oh, Patronen, Patronen, Patronen. Kartusche. Was sind wir denn hier produziert? So bräunlich. Aber der Rest hört sich doch richtig gut an. Oh, noch mal ein 10mm Patron. Was? Hä? War das jetzt... Sollte das ein Schockmoment sein oder war das jetzt ein Grafikbug? Da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, was das gerade war. Das sah mir eher nach einem Grafikbug aus. Toll, da steht Gefahr. Ich weiß nicht, ob ich glaube oder nicht. Ach, dann war das Vieh wahrscheinlich. Jo, das war's. Das war angeschossen. Ich das hier auf jeden Fall getroffen. Dann war das. Dann war es wahrscheinlich ein Bug. Wenn ich das unten durchgesehen habe. Wow, verdammte Hacke. Brutmutter, okay. Ach shit. Okay. Scheiß Vieh. Okay, wo kam das jetzt her? Rüttelt die sich immer wieder ein, oder? Wo ist das Scheiß? Wo ist das Scheiß? Verschärftes Blut, nehme ich mal. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wahllos hat? Irgendwo wird mir hier was angezeigt. Wo ist das blöde Vieh denn jetzt? Wenn ich nach hier hinten gehe, ey, toll. Das mag ich doch schon.
Alter, das Miesvieh, das taucht immer wieder auf, geht weg, taucht auf, geht weg. Kann sich das mal entscheiden? Entweder will das Vieh von mir weggeballert werden oder es lässt es. Also. Gucke ich halt so lange, was der Terminal mit mir. Hier, ist der Terminal, redet mit mir. Technologie, blablabla. Was haben wir denn hier? Wo sind denn alle? Phase 2. Okay. Test 1, 2, 3. Ein Test, Test. Ah, Test, Test, Dr. Olivette. Kannst du mich hören? Ja, Kenneth. Ist bei euch alles in Ordnung? Heute ist nur ein weiterer Übungstag. Richtig, Aufseher? Das stimmt. Gott sei Dank. Okay. Wo sind denn alle? Aufseher, wir sind hier drüben nur zu dritt. Was ist da los? Olivette, hast du gehört? Tut mir leid, Kevin. Hier geht es drunter drüber. Nur zu dritt? Ja, Flint. Der kleine Boro und ich. Wo sind die anderen? Bei uns sind sie nicht. Die Bewohner werden gerade aufgenommen. Sie tauchen in Scharen auf, seit die Nachrichten davon berichten. Das habe ich ja auch gehört. Allerdings sollte man meinen, Voltec hätte genügend Warnung erhalten, um heute Morgen zumindest eine Beta-Übung für alle Mitarbeiter abzuhalten. Da muss was schiefgelaufen sein. Ah, okay. Da geht's auch schon weiter. Probleme mit der Lebensmittelpresse. Aufseher, hast du kurz Zeit? Okay, ich gehe das jetzt mal so grob durch. Entschuldige, Aufseher. Verstopfung, Proteintank. Okay, okay, schauen wir, haben die Probleme mit der Lebensmittelversorgung gehabt. Okay, ja gut, auch die Maushaus hatten, haben sie schon mal als erstes technische. Also als erstes die ganzen Sachen getestet. Zweieinhalb Krankbuchheit. Nicht Flint. Okay. Da geht aber noch nicht ganz heraus hervor, was jetzt hier eigentlich passiert ist. Geht das eigentlich weiter? Alter, diese beschissene Maulwurfsratte. Geht mir so übelst auf den Keks gerade. Ach, hier. Hä? Ach, der Roboter schießt da hinten, okay. Ja gut, kann sein, dass ich irgendwo... Ist euch ein Terminal gesperrt? Mist, da komme ich nicht rein, da ist das Terminal. Ich sage jetzt nicht, dass es das Terminal ist, das ich brauche, um hier weiterzukommen. Das muss doch auch anders gehen, oder das ist der Rückweg. Muss doch hier irgendwo weitergehen. Hier geht's doch nur wieder zurück. Bin ich irgendwo falsch abgebogen? Nee, von hier bin ich gekommen. So, hier hoch. So, hier rein. Hier ist kein anderes. Es ist ja nicht so, als hätte ich hier irgendwo einen Alternativweg oder so. Irgendwo vielleicht ein Passwort übersehen oder so. Zu gut geschützt. Da brauche ich den Terminal für, definitiv. Das muss doch hier irgendwo weitergehen. Einfach irgendwo was übersehen. Platte.
ich nichts auf dem Boden. Ach da, Vortex. Doch, ich hab was übersehen. Vortex 81 Passwort. Ha! Dann habe ich es doch übersehen. Sekunde. Daten. Nein, Inventar. Nein. So, Inventar. So divers ist. Müsste das hier unten irgendwo sein. Vortex, da ist es ja. Okay. Gut, dann. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie ein kleines Memo oder so, aber dann hat man das wohl automatisch. Nur übers Terminal. So, komm, gib ein. Wen juckt's? Türsteuerung auf. Mach auf den Dicken. Sehr schön, geht doch. Ja, wer heißt das mal so schön? Manchmal sind es die kleinen Sachen. Das sind interessante Gräber. Einfach nur Spinte. Oh. Oh, noch ein Fremder. Gehörst du zur Voltec-Sicherheit? Noch einer? Ich habe schon lange auf dich gewartet. Wer zum Teufel bist du? Ich bin ein Contagions Vulnerability Robotic Infirmary Engineer. Oder? CVRIE. Die Wissenschaftler nennen mich Curie. Oder vielmehr nannten sie mich so, als sie noch lebten. Also, gehörst du zur Voltec-Sicherheit? Ja, ich gehöre zur Voltec-Sicherheit. Ja, in der Tat. Sehr gut. Ich habe vor langer Zeit einen Notruf gesendet. Ich dachte schon, es wäre etwas Schreckliches passiert. Ich melde mit Freude, dass ich meine Aufgaben vor 83 Jahren erledigt habe. Tausende Erreger wurden in den Maulwurfsrattenwirten gezüchtet. Dann wurde ein Breitbandheilmittel entwickelt, um alle zu behandeln. Sehr befriedigende Arbeit für so viele Jahrzehnte. Jetzt sag mir bitte, dass du autorisiert bist, mich aus dem Labor zu lassen. Warum kannst du nicht einfach gehen? Ich benötige eine mündliche oder schriftliche Autorisierung. Ein Voltec-Mitarbeiter, sogar du, könnte das machen. Du musst zu Voltec gehören. Sonst könntest du nicht hier sein. Diese Maulwurfsratten waren also Laborratten? Aber ja, ich habe sie mit den Jahren recht lieb gewonnen. Seit 83 Jahren sind sie aber nicht mehr nützlich. Ja, ich bin autorisiert. Ich bin sowas von autorisiert. Du bist frei. Sehr gut. Ich hatte schon fast die Öffnung aufgegeben, hier rauszukommen. Ich mach die Tür auf. Ja, ja, mach mal auf. Das ist nett. Da du ein Voltec-Mitarbeiter bist, gebe ich dir das von mir entwickelte Breitbandheilmittel. Wenn du ein Äquivalent zu meinem digitalen hippokratischen Eid besitzt, nutze es bitte, um übermäßiges Leid zu verhindern. Das habe ich vor. Achte aber bitte, dass nur noch eine Dosis vorhanden ist und ich keine neue herstellen kann. Boah, wir finden da schon was. Schon jemanden für. Wenn das alles ist, würde ich jetzt gerne gehen. Oh, die Medizin war kaputt. Nett. Stimpaks heilen dauerhaft 10% mehr Schaden. Finde ich gut. Oh, ein Blutpaket. Mhm. Es ist nur noch einmal vorhanden? Das ist richtig. Es gab noch weitere, aber die sind abgelaufen. Leider haben sich die für die Herstellung benötigten organischen Verbindungen zersetzt. Oh. Okay. Warum keine Heilmittel für mich? Danke für das Heilmittel. Hoffentlich bekommt das Heilmittel jemand, der es braucht. Oh ja. Hoffentlich kann ich jetzt meine wissenschaftlichen Forschungen weiterführen. Da meine Aufgabe hier erledigt ist, werde ich dich einfach begleiten. Was? Es ist sehr anregend, mit dir zu reisen. Nun warte doch mal. Was gibt's? Okay.
Vortag 81 Leitfaden. Wir vertrauen Ihnen eine Mission an, die von entscheidender Bedeutung für die gesamte Menschheit ist. Vault 81 wird dazu dienen, Krankheiten, wie wir sie kennen, vollständig beim Menschen zu verhindern. Ihre Abteilung des Vaults wurde mit der neuesten medizinischen Forschungsausrüstung ausgestattet, einschließlich des Contingent-Jungs, was? Vulnerability Robotic Infirmary Engineer, kurz Curie. Gut, das ist einfacher. Außerdem erhalten sie die biologischen und chemischen Vorräte für 100 Jahre sowie die generetischen angepassten Morbus-Ratten und am wichtigsten einen Vault voller Testsubjekte. Yes, da freuen sich die Testsubjekte. Wie bei allen großen Fortschritten wiegen hier die Bedürfnisse aller schwerer als die Bedürfnisse weniger. Sie werden die Bewohner des Vaults mit Krankheiten infizieren, sodass sie Antikörper bilden können. Einige werden das nicht überleben, aber sie müssen dafür sorgen, dass immer genug Subjekte für eine nachhaltige Vermehrung vorhanden sind. Es wird viele Generationen dauern, aber mit den richtigen Maßnahmen sollten sie in der Lage sein, eine krankheitsresistente Gruppe von Menschen zu züchten. Ihre Arbeit wird sich daher ebenfalls über Generationen erstrecken. Jede Generation von Wissenschaftlern muss einen leitenden Wissenschaftler bestimmen. Curie wird dafür sorgen, dass jeder von ihnen diesen Leitfaden liest, damit der Vault weiterhin an gesetzten Zielen arbeitet. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Ja, für 100 Jahre. Und was? Vor 83 Jahren abgeschlossen? Mit anderen Worten, die sind alle seit... Oder sind... Haben 20 Jahre gearbeitet und sind dann alle verreckt? Cool. Was jetzt aber genau hier passiert ist... Oh, Curious Terminal. Okay, da steht gar nichts drin. Persönlich. Überlegen, Fehler beim Cache, aufgefüllt, Fehler, Nachruf. Herzstillstand. Ah, schade, da steht leider nicht, was hier passiert. Parkklammerbox. Sonst irgendwas? Das Licht da machen? Nein. Ja, scheinbar sind die Maulwurfsratten irgendwie ausgebüxt. Wahrscheinlich ist genau das hier passiert. Und hat dann alle Leute mal so ein bisschen, ja, platt gemacht. So gesehen sind sie durch ihre eigenen genetischen Züchtung gestorben. Das ist natürlich bitter. Ja, ja, alles gut, Dorfi. Oh, was haben wir denn hier? Ein Terminal? Ah, wahrscheinlich macht er die Tür auf. Ja, Türsteuerung einfach mal. Ach, wie praktisch. Während meiner Schicht gab es noch nie einen Vorfall. Und das sollte sich auch heute nicht ändern. Dir ist aber schon aufgefallen, dass ich gerade hinter dir die Tür aufgemacht habe, ja? Sekunde, hier war eine Tür. Die habe ich auch von hier aus gesehen. Und es hat sich noch nie einer gefragt, was hinter dieser Tür ist. Was gäbe ich nicht für ein wenig Freizeit? Hab gehört, dass Austin von einer Maulwurfratte gebissen wurde. Die hellsten sind das hier irgendwie nicht, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich frage mich, wie lange die mir jetzt folgt. Oh, da fällt mir gerade ein. Kann die mich eigentlich? Ich würde darum bitten, dass wir ausgiebig reisen und Daten sammeln. Schade. Ich dachte, hier kann ich ja vielleicht sagen, heil mich oder so. Wenn du was essen willst, solltest du zu Maria gehen. Ja, ja, ich weiß, Maria hat die besten Sachen. Hier müsste das... Nein, da ist der Reaktor. Blub, 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 blub. Ach, genau, hier lang. Eine Etage runter. Genau, da ist die Klinik. Hallo. Das Heilmittel. Du hast es. Ah ja, klar. Was dachtest du denn? Wie geht es außen?
Meinst du, er überlebt die Behandlung? Sie ist kurz nachdem du gegangen bist, bewusstlos geworden. Hier, nimm das Heilmittel und benutze es bei dem Jungen. Nur eine Dosis. Hoffentlich funktioniert es. Falls nicht, können wir nichts analysieren, um es nochmal zu versuchen. Hoffentlich funktioniert es. Ich habe gehört, du bist wieder da. Wer bist du? Heißt einfach nur Aufseher, toll. Hallo, Aufseher McNamara. Die arme Priscilla. Sie macht sich solche Sorgen. Seit was passiert ist, schläft. Wo bin ich? Du bist in der Klinik. Du warst sehr krank aus dem. Unser Besucher aus dem Commonwealth hat dir das Leben gerettet. Wirklich? Danke, Mister. Ich war verrückt vor Sorge um Austin. Warum zum Teufel bist du an solch einen Ort gegangen? Hier passiert nie irgendwas Aufregendes. Ich wollte nur sehen, was da drin war. Wäre diese Person nicht gewesen, hättest du sterben können. Danke. Ich weiß, dass du Opfer gebracht hast, um ihn zu retten. Ich weiß, dass Dr. Penske dankbar sein wird. Paar Maulos, ich für meinen Teil möchte dir diesen Injektor geben. Ich habe seit Jahren schon keine Verwendung dafür. Sie ist nicht die Einzige. Der ganze Vault dankt dir. Du sollst ein Zimmer hier im Vault bekommen. Hä? Sekunde. Was habe ich da gerade gekriegt für eine Waffe? Injektorgewehr, was ist das denn? Aha, oder aha, kann man Betäubungsfallen verschießen? Das wäre ja voll lustig. Ganz für dich allein. Es ist im Hauptsaal auf der linken Seite, wenn du aus dem Aufzug kommst. Noch einmal. Danke. Kann ich hoffe, dir gefällt dein Untergrund. Hast du was zu essen? Ich wollte mich noch einmal für das bedanken, was du für Austin getan hast. Du hast dir vielen Leuten die Augen geöffnet. Mir ebenfalls. Ich wusste gar nicht, welche Gefahren Waltek so nah an unserem Zuhause versteckt hatte. Kaum zu glauben, dass so viele innerhalb unserer Mauern gestorben sind. Was weißt du über Waltek? Leider nicht viel. Ich war mein ganzes Leben lang dankbar für den Vault, für die Mauern, die uns mehr als 2 Jahrhunderte beschützt haben. Aber ich hatte nicht einmal Kontakt mit ihnen. Ich glaube, unser Charakter hat ihnen erzählt, was wir gefunden haben, weil ansonsten, woher wüsste sie das jetzt auf einmal? Was auch immer Waltek geplant hatte, es ist schief gegangen. Und all ihre Leute kamen dabei ums Leben. Da widerspreche ich nicht. Ich denke nur ungern daran, was die wohl mit uns vorgehabt haben. Aber sehen wir es positiv. Du hast unsere Anti-Commonwealth-Leute echt beeindruckt. Jetzt wird ihnen bewusst, dass man Leuten von draußen vertrauen kann und dass sie mehr als nur Materiallieferanten sind. Du bist hier immer willkommen und ich hoffe, dass du regelmäßig vorbeischaust. Wenn wir jemanden von draußen haben, dem wir vertrauen, würde uns das daran erinnern, dass man das Commonwealth nicht fürchten und meiden muss. Das ist wohl richtig. Zu dumm, dass es nur eine einzige Dosis Heilmittel gab. Ich hätte es mir zu gern genauer angesehen. Ja. Oh, ich bin der Pakete mit dem. Mach ich das doch. Ich kann dich bei Bedarf zusammenflicken. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Oh, ich könnte ein paar Vorräte. Super. Dann. Oh, haha, Sachen verkaufen bin ich gut. Das Nektar. Injektor, wäre das behalte ich auf jeden Fall mal. Oh, Buffort. Genau, die behalte ich, die super Karotten, sage ich mal. Ob ich sowas anpflanzen kann? Wenn ja, könnte Oko und Malus Rottenfleisch geil. Da kann ich richtig. Oh, ich habe 140 Simpacks. Naja, kann man nie genug haben, würde ich mal sagen, ne? So, diverses Schrott. Munition. Das war's. Oder hat die irgendwas Interessantes eigentlich dabei? Nein. Oh, jetzt kann ich theoretischerweise hier alles mitnehmen, sehe ich gerade. Es ist ja nicht so, als ob ich sowas ausnutzen würde. Ups. Das muss versehentlich in meine Tasche gerutscht sein. Ich hab eine Katze gehört. Hättest du einen Augenblick Zeit? Ich war so viele Jahre lang gefangen.
Es gebührt sich wohl, dir für deine Rolle bei meiner Rettung zu danken. Ich habe mein ganzes Leben hier im Vault verbracht. Ich habe alles analysiert und gelernt, was dieser Ort zu bieten hat. Also muss ich jetzt den Rest des Commonwealths sehen, mit Wissenschaftlern sprechen, mehr Daten finden und meine Hypothesen testen. Aha, naja. Was willst du da oben lernen? Hier unten haben wir ein geschlossenes System. Und ohne neue Mutagene, Viren und Bakterien ist hier nicht los, medizinisch gesehen. Die Welt dort oben ist unendlich komplexer. Wer weiß, welche Krankheiten man dort finden und erforschen kann. Ja. Nach den Bomben steht es mit der Wissenschaft im Commonwealth nicht zum Besten. Aber es gibt doch sicher noch Gelehrte dort draußen. Oder zumindest Daten. Bitte, Monsieur, nimmst du mich mit dir? Das da oben wird kein Spaziergang. Kannst du uns da draußen helfen zu überleben? Aber natürlich. Ich bin mit medizinischer Ausrüstung ausgestattet. Wenn du auf unseren Reisen verwundet wirst, kann ich Stimplex anwenden. Außerdem besitze ich defensive Fähigkeiten. Einen Laser. Aber sicher wird es kaum Grund geben, ihn einzusetzen. Nein, ja klar, da gibt es keine Möglichkeit, ihn einzusetzen. Aber Stimplex kann ich auch verwenden. Na gut, komm mit. Hervorragend. Wir müssen sofort aufbrechen. Nein. Ich wollte auch gar nicht Doc mit nur wegschicken, ey. Es ist doch verdammt Hacke. Na gut. Wo habe ich denn jetzt die Schrauben hingelegt? Das wäre eigentlich viel lustiger, wenn wir von da gekommen wären, aber da steht was für ein Reaktor oder da wäre da gar keiner hinter. So, was sagte sie, wenn ich rauskomme links. Macht dein Pip-Boy auch ab und zu zicken? Meiner macht mir in letzter Zeit. Das wäre dann das hier. Oh, Wackelständer. Ich weiß aber nicht, ob ich das. Hatte ich genau an so etwas gedacht? Hey. Kann ich dir irgendwie behilflich? Was gibt's? Beziehung, vergiss es. Was Beziehung? Ist zwischen dir und mir alles in Ordnung? Ich finde dieses Reisearrangement ziemlich angenehm. Na dann. Mehr gibt es nicht. Kein Problem. Setzen wir unsere Reise fort. Jo, machen wir. Wenn du einen Arzt brauchst, findest du Forsyth und Rachel. So, dann mal wieder nach oben. Und aber als erstes gehe ich jetzt erstmal meinen Müll wegbringen. Mein Schrott. Und dann werde ich mir auf jeden Fall dann doch wieder eine Sekunde darum. Tada. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir einen ganz neuen Abschnitt des Walls entdeckt haben. Tja, kannst mal sehen, Junge. Ich bin ein fucking Genius. Wir haben alles im Griff. Boah, ein Scheiß habt ihr im Griff, ey. Also, die lernt es aber auch nicht, ne? Einmal dumme Sprüche, immer dumme Sprüche. Na gut. So. Oh, eine schöne Kochstation. So, jetzt geht's aber erstmal nach. Gib mir die Karte. Nach Sanctuary zurück. Wie sagt meine Sachen einlagern? Boah, Fatman. Das kleine Atombomb ist echt geil. Aber als ich sie das erste Mal echt abgeschossen habe, also der ballistische Radius. Wie gesagt, das kannte man so nicht. So Fallout 3 oder so, da sind die Dinger ja, glaube ich, gerade ausgeflogen. Aber hier die ballistische Radius, der ist ja wow. Weit fliegen kann das Ding echt nicht. Aber das regnet schon wieder. Was ein Scheiß, Alter. So, den gesamten Schrott lagern. Und
das Injektorgewehr. So, kann ich jetzt ein... Ich hoffe, der Regen ist nicht zu laut. Ich dachte, ich könnte irgendwie vielleicht ein paar... Das können wir jetzt verwerten. Ich dachte, ich könnte vielleicht jetzt auch ein paar anpflanzen, die, ich sag mal, keimfrei sind. Ja, fliegende Fette. So. Was macht der Stand eigentlich? Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Kann ich mir diese rüberziehen? Tatsache. Boah, ich hau mich mal eben hier ins Bett. Schlaf mal eben so ein paar Stunden. Zack, so, ich mach mal eben so 2 Stunden. Zack. Dann müsste eigentlich wieder Tag sein und vielleicht ist dann auch besseres Wetter. Ich meine, schlechter geht ja gar nicht mehr. Na gut, 7. Ja, sehr schön, wird das weg. Ich bin gerade beschäftigt. Ich mache mir nicht viel aus Good Neighbor. Da gibt's nichts als Ärger. Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar. Okay. Wie man an das Geld rankommt, weiß ich nicht, ob ich dem das rausziehen muss aus dem Inventar. So, wie sieht's eigentlich aus? 14 Leute, genug Betten. Wasser passt gerade so und Essen. Sonst baue ich doch mal... Ressourcen, Wasser. Wasser aufbereitet. Okay, das ist scheinbar ein größerer. Ja, genau, der produziert sehr viel mehr. Keramik. Ich habe keine Keramik mehr. Na toll. Was ist das? Na gut, dann kann ich das sowieso gleich vergessen, wenn ich hier keine Keramik habe. So, ach genau. Kann ich eigentlich... Ach, nicht die Außenansicht. Ich hab doch so viele Herstellung. So, genau, den Kochherd kann ich bauen. Den setze ich mir mal... Ach nee, da steht ja schon was. Ich setze mir den mal hier ran. Zack. Die große Kochstation... Setze ich mal hier auf die andere Seite. Bäm. So, eine Laborstation. Die setze ich mir mal hier hin. Die brauche ich, um Munition zu... Ich bin aber auch ein bisschen doof, ne? Warum habe ich mir da nicht gleich eine große gebaut? Da? Also ich gehe davon aus, dass das die kleine und das die große ist. Das sieht zumindest ein bisschen aus. So, zack. So, die große Werkbank habe ich. Ne, das ist die Waffenbank. Die habe ich doch schon, ne? Genau, ja. Oh, ich habe schon eine Chemiestation. Na ja, gut. Ich frage mich, was du jetzt gemacht hast. Was ich gemacht habe, ich habe gezaubert, Mädel. Und jetzt brate ich erstmal was. Oh, lecker braten.
So, eine Laborstation. Jetzt muss ich. Ja, ich habe nämlich schon wieder einen neuen Mod drin. Und zwar habe ich mir einen Mod geholt, wo man sich so eine Art Postbag, also ein, ja, so einen Rucksack zum Umhängen holen kann. Und ja, da muss ich jetzt mal gucken. Der gibt nämlich so ein bisschen, ich glaube, der soll 28 Gewicht mehr geben. Das ist nicht so viel, aber es ist, ich mache besser als gar nichts. So, jetzt weiß ich allerdings gar nicht, wo bei denen der Unterschied ist. Male Shoulder Bag. So, mal gucken, wie der aussieht. So, Inventar, Kleidung. Da ist er. Genau, da ist er. Der gibt, da, man sieht's, ein bisschen Gewicht mehr. Das sind jetzt, oh, es sind doch 32. Ja, besser als gar nichts. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich den zweiten aufbauen kann. Was war denn das jetzt? Ach ja, genau, das war der Mehl. Das sind nämlich zwei verschiedene Orte, wo man den tragen kann. Jetzt ist nur die Frage, kann ich den auch tragen? Ah ja, genau, das ist anstatt Ehering. So, der ist allerdings nicht sichtbar. Also das ist jetzt so ein bisschen... Ich glaube, den werde ich eher weglassen. Denn das ist eigentlich ein Ringplatz. Der ist nämlich nicht sichtbar, der Bag. Das ist so ein bisschen eher, ja, Ausnutzen von allen möglichen Plätzen. Von daher lasse ich das mal weg. Ich tue auch, glaube ich, die Ehringe mal da rein. So, das reicht mir nämlich schon vollkommen, wenn ich den einen habe. So, jetzt muss ich mal ganz schnell überlegen. Genau, Keramik brauche ich. Ich muss Tassen also mitnehmen. Dürfte jetzt ja kein Problem mehr sein. Jetzt habe ich wieder ordentlich Platz zum Verstauen. So, ich mache mich mal auf den Weg zu den Ironworks. Ne, zur Finch Farm. Ne, das ist eigentlich... Ne, zur Ironworks. Denn ich mache mich mal auf den Weg hier rum und ich glaube, ich gehe dann erstmal... Da muss ich ja eigentlich hin. Trifft die Minimen nahe der Burg. Das mache ich später. Dann gehe ich da erstmal hin und mache mich dann auf den Weg ja, zum Museum der Hexerei. Das hört sich schon irgendwie lustig an. Mit dem Skills-Schnorrer findest du mehr Munition und Behälter. Auch nicht schlecht. Stimmt, ich war dabei, mir fällt wieder ein, ich war dabei, Intelligenz zu skillen. Ich glaube, ich wollte auf Hacken oder so. Ach nee, genau, auf Wissenschaft wollte ich. Damit man die Power-Rüstung auch ein bisschen auf kann. Allerdings frage ich mich, ob das Sinn macht. Aber ich glaube, ich brauchte auch Wissenschaftler, um Munitionszellen herzustellen. So. Museum für Hexerei. Da lang. Ach, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich wollte eigentlich Dogmeat mitnehmen. Na gut, habe ich jetzt vergessen. Jetzt habe ich Curie dabei. Bin ich mal gespannt, ob die mir überhaupt, die mich überhaupt heilt. So, erstmal mal wieder die Waffe auspacken, dann weiß ich ja nie. Oh, ein Steinbruch. Oh, ein Veteran-Raider. Wo ist denn jetzt der Veteran da? Wer da hin? In den letzten Steinbruch, in dem ich war, der war ja leicht verbuggt. Hast du das gehört? Oh.
Wow, der hält das aus. Alter, der hält das auch aus. Der lebt ja immer noch. Wow, die halten ordentlich was aus. Au! Wow, der hält sich erst da hinten. Bald die Macken mal eben ein bisschen in der Hand. Alter, was hat der Schutzzunge für eine Reichweite, ey? Alter, was hält denn der aus? Boah, ey, der hält ja richtig übelst was aus, der Geschützturm. Zu spät gesehen, zu spät geguckt und weg war ich. Das war jetzt Pech. Ich glaube, ich... Wo ist der überhaupt, der Steinbruch? Okay, ich glaube, den meide ich dann mal eben. Weil da waren viele starke Gegner und auch die Geschütztürme sind stärker, als ich gedacht hätte. Weil der eine Geschützturm hatte richtig übelst gefühlt. Oh Gott, was ist denn das hier? Oh, Gunnerversteck. Oh. Ich glaube, ich mache eher das Gunnerversteck platt. Das ist ein bisschen einfacher. Aber das mache ich erst in der nächsten Folge. Und, wow, Sekunde. Ja, mach mal. Gott sei Herzlich, das ist so ein Aggression, wie ich schon mal gegen gekämpft habe. Ich war echt übel. Na gut, ich wollte sagen, ich mache hier einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Fallout 4. Bis dann. Tschüss.